Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play Life is Strange in der Episode 2 mittlerweile schon out of time. Wir sind im Two Whales und wir müssen die Zeit zurückdrehen, weil wir der Chloe die Zukunft voraussagen werden. Speak. I'm going to predict four events that will happen in the next 30 seconds so, or so. Wir haben uns ein paar Dinge aus der letzten Folge gemerkt. Trevor drop his glass. Trucker drop his mug, plate glass. Trucker drop his mug. The trucker drops his mug and Joyce rips him a new one. So, what happens next? Alerts on cops radio and he leaves. The cop gets an emergency alert on his radio and he quickly exits the diner. Well, let's just see how this goes down. Justin and Trevor fight and Joyce beats them and Joyce stops them and Joyce don't care. Ich glaube, die stoppt Justin die. Justin and Trevor are fighting and Joyce breaks it up. This is getting good. Can't wait to see what happens. Jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. As the trucker plays a new song. As a fly. Da bin ich mal gespannt. The jukebox goes crazy as a cockroach crawls on it. Pretty bizarro, Max. But let's see if everything happens like you said. So, da geht auf jeden Fall die Mutter mit dem Kaffee jetzt zu diesem Trucker da. Oops. Dude, did you right? break another cup? Really? No refill for you. Shh. Now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? Ach so. Der Partner haut ab. Bitch, take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. That is wild. Ist aber leider nicht alles. Fucking A. This is sure the hell better than that other garbage. I think our jukebox is headed for Davy Jones's locker. So, what are you waiting for? Now I should rewind and tell Chloe everything that just happened. Ja, also müssen wir uns dann wieder hier zurückdrehen. Das ist natürlich blöd, wenn man sich nicht immer alles hundertprozentig merkt. So, wir sprechen mit ihr. Also, zuerst, Trucker drops his mug. The trucker drops his mug. So, what happens next? Als nächstes gibt's ein Alert on the Cops Radio. And his partner leaves. The cop gets an emergency alert on his radio and his partner in the car leaves without him. Well, let's just see how this goes. So, und Joyce stops then. Justin and Trevor. This is getting good. Und dann. A crankross crawls on it. The jukebox goes crazy. Pretty bizarro, man. Kein, ich glaube, das scheint jetzt alles richtig gewesen zu sein, weil jetzt kriegen wir hier nämlich eine Videosequenz eingespielt. Did you break another cup? Oh, really? Go, Mom. No refill for you. Shh, now I gotta take this call and leave my breakfast. Hey, where is my partner? You called it. And he's off to go bust some skaters. You're a dick. Don't slap me, bitch. Take your fight club outside. He started it. I'm finishing it. Trevor and Justin must be in love. You predicted a cockroach on the jukebox? I pledge allegiance to Max and the power for which she stands. Yeah. This isn't a toy, Chloe. Es wie Zauberei. I do have to be careful how I use it. Screw that! Of course it's a toy. The best toy ever? You can bang anyone with no strings attached, rewind time, and boom! It's like it never happened! Grow up. Maybe you made a move on me and I would never know. Yes, that's what I did. You can rewind time, Max. That's fucking insane. We have to play. I don't have time. You did not just say that. Check out your nose. Too much blow? Hey, are you okay? Too much excitement. See what happens when we hook up again? Then, let's go to one of my secret lairs and fully test your power. You need a sidekick to guide you. Okay, girl wonder. Show me the way to Chloe's cave. Chloe finally believes me.
And I wonder what kind of crazy shit she has in mind now. Waren hier nicht die Eingangstüren? Okay, Supergirl, let's go to my secret place. Don't even answer. We have places to go and people to do. Come on, before Mom starts some more shit, let's bail. It's Kate Marsh from Blackwell. Big whoop. You don't call me once in 5 years and now you're all over some biatch you see every day at school? I see how you roll. So go ahead, chat up Kate Marsh from Blackwell. I've got other people to hang out with too. Wir antworten mal nicht auf diesen Anruf. Later, Mom! Bye, Joyce. Freedom! I feel bad about Kate. She'll survive you not taking that one call. Now follow me, young Squire Max, so we can seriously tap your power and rule the world. I hope Kate doesn't get upset that I didn't answer. But I could rewind and answer her. Oh, wer wartet denn da? Sieht auch böse aus, wenn da jemand steht. Na, passiert denn noch was? Ja. Scheint ab und zu ein wenig zu haken. Wait up, Speedy. Dude, this is gonna be so cool. Slow down. Wait for me to get your present. You can just back time up. We'll have to test you now to make sure. Welcome to American Rust, my home away from hell. Raw and rough. It suits you. Max, do you know how awesome this is? I get my best friend back, and she's also supersized. We don't know for how long. Exactly why it's time to have fun. David might be a douche, but you did steal his gun. Is everybody armed in Arcadia Bay now? Only the ones who shouldn't be. Like Step Dildo. Until now. I'm not in the revolution yet, Che. You are the revolution, Max. So we should figure out how to best use and abuse your power with a test. Drink? Yuck. You are so cute. You haven't changed a bit. Okay, let's do this. Can you find 5 bottles while I prep the shooting range? Beer and guns? Nice combo. You can handle it. Now go find us 5 bottles, pretty please. Wir müssen 5 Bottles finden, also 5 Flaschen. Every car has its own tale in history. Müssen wir jetzt hier alles durchsuchen? Wäre nie so fein. Oh, doll. Oh, poor thing. They left you here all alone. Vor allem, weil das Teil hier einfach mal riesengroß ist. A boat. Okay. So sad to look at a grounded boat. I wonder who owned that and where they are now. Da oben ist eine Flasche. Break time. Stupid bottle. Gibt's hier irgendwas, wo man draufklettern kann? Break time. Oder passiert jetzt genau der gleiche Kram? Die ist kein bisschen schlauer geworden. Look what we have here. A cute little bottle for the taking. Ja. Definitiv, aber wir müssen irgendwas finden. Ah, da. Move. Dann kann man es nämlich da draufstellen, dann geht die Flasche auch nicht kaputt. Hä?
Hello, bottle number one. Four more to go. Das sollte dann auch kein Problem sein, die nächsten Flaschen zu finden. Wir müssen nur irgendwelche Wege finden. Auch mal da zu diesem Bus zum Beispiel zu kommen. Was haben wir da? Look. No way! I totally remember going there when I was a kid. I loved the Hush Puppies. Now the sign is just Arcadia Bay junk. Den bestimmt auch irgendwo oben drauf. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Also die müsste auch schon rumgeballert haben. Bottle. Da oben haben wir noch eine Bottle. Aber wie kommen wir hier auf dieses Bötchen drauf? Hier ist nirgendwo eine Leiter oder ähnliches. Laufen wir mal ein bisschen ganz so rumgehen. Nervt dann doch. Bottle. Na, kann man schon. Kann man sagen. I bet I could get on the boat from a higher location. Ja, aber wo ist denn eine higher location? Chair. Aha. Car wreck. Kann man da mal reingucken? All this rusted metal makes me feel serene. Am I morbid or just goth? I could use this board as a bridge. Doesn't look too heavy. Ja, dann nimm es doch bitte auch. Mache keinen Aufstand. Müssen wahrscheinlich auch erstmal da irgendwie hochkommen oder sowas. So. Move. Ist das fürchterlich, ja, noch alles selber machen zu müssen. Nur mir die Pfandflaschen hier zu holen. Bottle number two. Ooh. Only three bottles left. Nee, wir werden uns nicht hinsetzen. Wir gehen hier wieder runter. Kann ich runterfallen? Warren hat uns eine Nachricht gesendet. Lese ich jetzt erstmal nicht. Ich möchte jetzt hier erstmal die Flaschen finden. So gehe ich in der Realität übrigens auch mit meinen echten Freunden um einfach nicht antworten. Nope, I don't want to go there. Okay. Aber irgendwo muss doch noch eine Flasche rumliegen. Hard to believe that was okay, dann kann man halt den Schulbus so anschauen. Hier ist auch noch old camera. Beyond repair. Rest in peace. Washing machine. I wonder how many generations of fashion went through that washing machine. Die macht sich sehr viele Gedanken. Ah, da haben wir eine Flasche. Die taken wir auch direkt. Also nehmen wir uns schön in die Hand, haben wir drei Stück. Three down, two more go. Talk about finding a bottle in a haystack. Also fehlen uns dann doch noch zwei Stück. That looks exactly like the same dough from my tornado vision. That dough is the perfect photo op. This was an old school punk shirt. Vielleicht von Chloe, wer weiß, wer weiß. Hey,
Was hat die denn mit den Flaschen veranstaltet? Ich kann davon gar kein Foto machen, weil es nicht da ist. Das sieht aus wie ein Hologramm. Hier können wir leider nicht langlaufen. Schade, schade, schade. Können wir hier durch? Auch nicht. Vielleicht liegen hinten ja noch Flaschen. Solche sowas nervt dann, sowas. Nee, da will ich mich nicht hinsetzen. Soll die doch besser auf ihre Sachen aufpassen. Car wreck. I wonder if Chloe thinks about her father when she looks at all these smashed up cars. Hier lag auch nichts mehr. Campfire. I'm sure this is a popular party pit. Ah, hier haben wir noch eine Flasche. Dann fehlt uns auch nur noch eine und ich wette, die ist die schwierigste zu finden. One more bottle to go. Was zur Hölle? Eine Nachricht von Kate. Meine Güte. Da liegt ein Shirt. Noch ein altes Punk-Shirt. Nein. Hier war ich auch noch nicht. Na, die steht bestimmt hier drin. 100 pro. Da steht sie doch. Museum for Chloe and Rachel. I bet I can find out more about Rachel here. Voila! Now I can deliver this bottle booty to Captain Chloe. I want to die. Boah. Jeez. Who wrote this? So, laufen wir mal eben hier zu der Chloe zurück. Bottles. Thanks, Max. Wait, one more for the road? You're serious about this? We're gonna shoot all these bottles without wasting a single bullet. Max, you have to help me aim. Show me the way, Max. I need to see you shoot first. Also einmal weiter nach rechts. Aim a bit to the right. Sir, yes, sir. Ja. Oh, yes! Nummer eins. Did you see that shit, Max? Duh. That was so fucking cool. Now for the second bottle. Now, Max, where do I aim? You're on target. Pull the trigger. Also ein bisschen hoch. Na. Aim slightly above. Right between the eyes. Watch out, Nathan. Ja, man muss jetzt auch kein Drama draus machen. Let's pump up the volume and find me another target. I want to get creative here. Give me something to shoot, Max. Aim at that old blue plank here. I hate old planks. Yawn. Give me something to shoot, Max. Let's take out this wheel rim on your left. Taking out the wheel rim now? Okay, mach mal. Hella yes! Nice shooting, Tex. Now that's what I'm talking about.
satisfied? Like, never. So I want one more uber-cool trick shot. How about using that junker for a target now? Dude, I need a target before I shoot. Yeah, den Bumper. Well, Max, put a real dent in that front bumper. Goodbye, cool bumper. Jesus, I shot myself! Ah, I shot myself! Back up, back Stupid up! Stupid gun. Hold on, Chloe. Krass. Hat die sich einfach mal eben selber getroffen? Dude, I need a target before I shoot. Let's see what happens when you shoot the gas tank. Oh, das Ding Step back. Gas tank go boom. Dude, I need a target before I shoot. How about aiming for the left tire? Adios, spinning wheel of death. Uber cool. Okay, war gut. Haben wir sauber gemacht. I cannot believe this is for reals. My best friend is a superhero. Now it's your turn to bust a cap. I don't know. Oh, die Max, Schüler your nose. Am Bluten. Damn. I don't feel so super. Max! Geht's auf jeden Fall schon wieder rund. Scheinbar geht's ihr besser. Chloe hat ja, uns da auf diesem Schrottplatz gelassen. Wer weiß, was da denn auch wirklich ist. You freaked me out there. Do you feel any better now? A little. Thanks for helping me. Just give me a minute. Too much action for Arcadia? Maybe not enough. This is kind of fun. Scary and stupid, but fun. Naja, ob das jetzt so spaßig ist. God, this power really messes with my head. I'm glad I feel normal again. I better go chat up Chloe. Ja, wir reden mit der Chloe, aber nicht in dieser Folge. Ich bedanke mich nämlich an dieser Stelle dafür, dass du zugeschaut hast. Hoffe, du abonnierst unseren Kanal. Daumen nach oben wäre auch sehr gewünscht. Und wenn du irgendwas auf dem Herzen hast, kannst du uns auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Und ich verabschiede mich und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge bei Life von, nicht bei, von Life is Strange hier auf letsplays.org. Und ich bin euer Christian. Bis dahin.